Leute, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich zeige euch heute einfach mal so, was ich in meinen Urlaub mitnehme. Und an die Leute, die nicht wissen, wo ich hinfliege. Flage. Ach, naja! Ich fliege mit Cosima. Mit Cosima nach Mallorca. Mallorca, nicht Mallorca, ich bin nicht dumm. Ich wünsche euch jetzt einfach ganz viel Spaß bei dem Video. Und ich trinke bloß mich. Und genau, ich muss gerade mit meinem Handy filmen, weil ich meine Kamera verloren habe. Bisschen tollpatschig, aber ich finde die schon wieder, die muss hier irgendwo rumliegen. Genau, also viel Spaß mit dem Video. Also zuerst packe ich mir mal so ein paar Basics ein, wie zum Beispiel den blauen Rock, den ich auch noch in weiß mitnehme. Und dann nehme ich mir natürlich auch eine blaue Hose mit. Wer hätte es gedacht? Und weil ich einen blauen Rock und einen weißen Rock habe, nehme ich mir auch eine blaue Hose und eine weiße Hose mit. Und natürlich darf ein schwarzer Rock auch nicht fehlen. Und dann nehme ich mir meistens noch immer eine lange Hose mit, falls es mal regnet oder fürs Flugzeug, was auch immer. Und natürlich meine Chillerhose, die sitzt mega bequem. Und das gleiche nochmal mit Blumen. Und dann nehme ich mir noch mein T-Shirt-Kleid mit und auch noch ein anderes Kleid. Einfach weil Kleider sind cool. Und dann nehme ich mir halt einfach noch so ein paar T-Shirts mit, ein paar Oberteile, ein paar Blusen. So diese ganzen normalen Sachen. Und ein Body nehme ich mir auch mit, weil man weiß ja nie, ne, wann ich ihn anziehen kann. So wie Crop Tops nehme ich auch immer mit, ist ja natürlich klar. Weil es ist heiß und dann will ich keine langen Sachen anziehen und deswegen nehme ich Crop Tops mit. Und wie einige von euch wissen, mache ich ja Sport bzw. gehe ins Gym. Und deswegen nehme ich mir auch meine Sportklamotten mit, also heißt Crop Tops und eine kurze Sporthose. Und nehme mir auch meine Bänder mit, weil ich jetzt nicht wusste, ob es im Hotel ein Gym gibt. Und diese Bänder ersetzen halt das so ein bisschen und ist besser als gar nichts. Dann nehme ich mir einfach noch so ein paar verschiedene Ohrringe mit. Einmal in beige, schwarz und in gold. Und Gürtel darf man natürlich auch nicht vergessen, auch ganz wichtig. Dann nehme ich natürlich auch noch meine Lieblingsketten und Armbänder mit. Und zwar sind die von Purelei, also die zwei, die ihr gerade seht. Und ich wollte euch jetzt da noch einen kleinen Hack dazu zeigen. Und zwar, wenn ihr eure Schmucksachen, also heißt Armbänder und Ketten, in Frischhaltefolie legt und die dann zusammenlegt und so ein bisschen zusammendrückt, damit die aneinander haftet, dann verknoten eure Schmuckteile nicht. Und ihr könnt die ganz easy einfach zusammenfalten und in den Koffer legen. Das ist so ein kleiner Hack von mir. Und dann habe ich noch eine Uhr und zwei so Armbänderringe von Purelei. Und die Uhr ist mega schön, weil die hat so eine Art, ich würde mal sagen, Muschelmuster. Und ich habe noch einen Rabattcode für euch. Und zwar kriegt ihr damit 20% auf das gesamte Sortiment, wenn ihr Medina Celine 20 eingibt. Da könnt ihr aber auch nochmal in die Infobox schauen. Da steht nochmal alles und auch der Link zu Purelei. Und dann habe ich hier noch so ein schönes Strandtuch. Und zwar ist es aus dem Blau und innen weiß. Und ich liebe solche Handtücher. Die sind so gemütlich am Strand und nehmen sonst halt einfach immer noch so normale Handtücher mit und nochmal so. Dann machen wir weiter mit meinen Kameraakkus. Und zwar habe ich da zweimal für meine Canon G7X und für meine jetzige Kamera, mit der ich gerade filme. Da seht ihr die Canon G7X. Und mein Stativ, meine Hülle für meine Canon G7X, eine Speicherkarte, einen Speicherstick, nochmal Aufladekabel für die Canon G7X und meine 70D. Und dann haben wir noch die gehörigen Ladekabel dazu, die ein bisschen verknickt sind. Ups. Und habe meine GoPro, also nicht direkt GoPro, aber halt sowas ähnliches. Dann haben wir dazu auch nochmal ein Ladekabel. Dann haben wir eine Unterwasserhülle für Unterwasser-Musiclies, ein Ladekabel für meinen Laptop, eine Powerbank und für mein Handy der Stecker. Dann machen wir weiter mit Sonnenbrillen, was auf gar keinen Fall im Urlaub fehlen darf. Und zwar habe ich da einfach so zwei Basic-Sonnenbrillen mitgenommen. Dann nehme ich immer meinen Konturbeutel mit Schminke drin, Wattepad zum Abschminken und halt noch so Basic-Sachen, Sonnencreme, Aftersun und noch ganz viele andere Dinge. Sonst nehme ich mir einfach weiße Sneaker,
so Strandschuhen, die ich einfach reinschlüpfen kann. Und natürlich meine Schlappen, sagt man das so? Keine Ahnung. Dann machen wir weiter mit meinen Bikinis. Und zwar habe ich da jetzt einfach so grob meine Bikinis gezeigt, die ich mitnehme. Und genau. Ja, da kann ich nicht viel zu sagen. Also der ist von H&M, der ist von Shein. Und der Rest sollte eigentlich auch von... Genau, der ist auch von Shein. Genau. 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 Der auch. Der auch. Der auch. So Leute, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Und lasst ein Abo da. Genau. Und schreibt mir in die Kommentare, was euer wichtigstes Teil ist, was ihr in den Urlaub mitnimmt. War das gerade Deutsch? Ja. Ja. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.